Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und auch hier sprechen wir ein weiteres Mal über Portfolio. Wir haben ja echt schon einige Worte über Portfolio und so fallen lassen. Was kommt in einem Portfolio? Was sollte da vielleicht rein? Und genau dieses Thema möchte ich jetzt hier nochmal ein bisschen erweitern, weil es einfach fundamental wichtig ist und ich dir eigentlich ersparen wollte, dass ich 2 oder 3 Stunden am Stück spreche. Ich möchte, wie gesagt, das ganze Portfolio nochmal oder das ganze Thema Portfolio nochmal ein bisschen erweitern und zwar explizit für Portfolio für Bildbearbeiter und wir gehen nochmal so ein bisschen in die Fotografie mit rein. Wenn wir ein Portfolio gestalten, dann denken wir in erster Instanz immer darüber, in der Fotografie, okay, ich muss das fertige Bild zeigen. Manche denken dann auch, ich zeige vorher, nachher. In der Bildbearbeitung gehen wir dann so weit, ich zeige das fertige Bild und eigentlich wäre es ja ganz cool, weil es war richtig aufwendig, die Dutch and Burn Ebene zum Beispiel zu zeigen. Ne? Also für diejenigen, die viel mit Dutch and Burn arbeiten, die wissen, was ich meine, dass man dort sehr zeitintensiv und abgefahrene Sachen mitmachen kann. So, und genau da will ich mal kurz einhaken. Also, wenn wir in der Bildbearbeitung unser fertiges Resultat zeigen, dann finde ich das schon mal gut. Das ist ein erster Schritt. Jetzt müssen wir uns aber mal ganz klar vor Augen halten, wer ist denn die Zielgruppe und was möchtest du mit deinem Portfolio erreichen? Also, möchtest du zeigen, also ist deine Zielgruppe der Fotograf? Dann solltest du ganz klar aufzeigen, wie ein Werdegang mit dir in einer Produktion stattfindet. Also, du bekommst ein geliefertes Bild von einem Fotografen und zeige daraus, was du gemacht hast. Na, also zeige ein Vorher-Nachher. Elementar wichtig. Bei einem Fotografen können wir in der Regel auch noch eine Instanz weitergehen und Zwischenbilder zeigen. Das heißt, mache in deinem Portfolio nicht nur das fertige Resultat als Finish, sondern zeige auch dem Fotografen, dass du verstehst, was es heißt, mit Fotografen zusammenzuarbeiten. Also, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ich habe jetzt ein Portfolio und ich sage jetzt mal, auf einer Seite habe ich, also sagen wir mal, ich bin Porträtfotograf, ich bin Retoucheur für mit der Spezialisierung. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Spezialisierungen in unserem Bereich. Ich bin Fotograf und suche einen Bildbearbeiter im Porträtbereich. So, jetzt bin ich hier und ich bin Retoucheur mit Schwerpunkt Beauty, Fashion und Portrait. Und mein Portfolio würde jetzt zum Beispiel wie folgt aussehen. Ich habe eine Seite und auf dieser Seite befinden sich einige Bilder, wo ich fertige Porträts zeige. Wo ich fertige Porträts zeige, wie das im Endformat aussieht. So, Achtung, hier würde ich gegebenenfalls auch noch splitten in kommerzielle Ausrichtung und freie Projekte. Ja, teil das innerhalb deines Portfolios, gib deinem Portfolio, Achtung, dein Portfolio muss sich lesen wie ein Buch. Das muss gut strukturiert sein, es muss ansehnlich sein, es muss einfach sauber sein. Okay? Und nicht mit, ich mache mal hier ein Bild, das habe ich irgendwie selber fotografiert und dann retuschiert und dann kommt ein Kundenauftrag und dann kommt noch ein Kundenauftrag und dann kommt wieder was von mir und dann kommt mal ein bisschen Text. Nein, gebe dem eine ganze Struktur mit einer Agenda, mit einem Inhaltsverzeichnis und wie ich mich durch dieses ganze Portfolio durchlesen kann. Elementar wichtig, ne? Hinterlass einen professionellen Eindruck. So, und wenn wir dem Ganzen jetzt nachgehen, dann habe ich beispielsweise eine Seite, wo Porträts drauf sind. So, Achtung, ich nehme jetzt mal so eine DIN A4-Seite, machen wir das Ganze mal im Querformat und da werde ich jetzt nicht 20 Porträts drauf packen. Nö, sondern ich nehme mir vielleicht ansehnlich 2 Porträts nebeneinander. 2 Porträts auf einer Seite, 2 richtig ausdrucksstarke Porträts. Und dann blätter ich um und dann kommen auf der Seite danach vielleicht zu den beiden Porträts
eine Geschichte. Also, nehmen wir uns mal das erste Porträt. Ne? Also wir haben die erste Seite, da sind zwei Porträts abgebildet, jetzt blätter ich um und dann habe ich plötzlich das erste Porträt abgebildet und dann kommt die Retuschereise. Das heißt, da zeige ich dann ein Vorher-Nachher und gegebenenfalls Zwischenschritte, wo ich dann aufzeige, in dem Bild eingekreist, was habe ich wo gemacht. Also stell dir das vor, als wenn du jetzt das originale Bild von dem Fotografen nimmst und dort kreist du dann selber ein, was gemacht werden muss. So als Hilfsebene, als Hilfestellung, dass du nicht vergisst, was zu tun ist. Das gibt aber deinen Leser in dem Aspekt den großen Vorteil, auf Anhieb zu sehen, wo wurde jetzt eigentlich was gemacht. Das heißt, auf der ersten Seite siehst du ein fertiges Resultat. Entweder es gefällt dem Fotografen oder nicht. Dann blendet er um und dann sieht er plötzlich, ah okay, worauf legst du eigentlich Wert in der Retusche? Und das ist ja fundamental. Gerade im Bereich Porträt, Fashion, da kommt es ja immer auf, das ist ja auch so eine Gespürsache von dem Retuscheur. Also, wie gehst du mit Hauttönen um? Wie gehst du mit dem Fallen der Kleidung um? Ne? Ist es dynamisch? Ist es angeglichen? Ist es auf Pass gebracht? Etc. pp. Wo legst du deinen Schwerpunkt drauf? So, und dann würde ich neben dieser kleinen Reise im Portfolio, also wie ist das Bild eigentlich so entstanden? Wie hat sich das entwickelt? Würde ich einen kleinen Text schreiben. Stichpunktartig. Also, wer war der Kunde? Was war die Aufgabe? Was hast du als Consult vielleicht mitgegeben? Also als beratende Instanz. Ne? Wie war deine Stellung innerhalb dieses Projektes? Das heißt, was hast du eigentlich alles getan? Warst du nur ausführende Kraft? Oder hattest du auch eine beratende Funktion? Konntest du dich dort mit einbringen? Was waren große Herausforderungen und wie hast du sie gelöst? Achtung, bitte nicht im Roman verfallen, sondern immer versuchen, die Brille des Fotografen einzunehmen. Ja. Oder auch der Agentur, wenn du für Agenturen dich bewerben möchtest, als Bildbearbeiter. Ja, hey, genauso. Zeige der Agentur ganz klar auf, was hast du getan und wie war das Briefing. Das ist ganz wichtig, weil worum geht's denn? Also klar, bei Agenturen und bei Fotografen geht es in erster Linie immer um den Preis. Aber da schwingt eine ganze Menge mehr mit. Wenn du einen höheren Preis verlangst als andere, dann ist die Frage, wie rechtfertigst du das? Und das muss jetzt begleitet werden mit einem starken Portfolio. Und Achtung, aber da sprechen wir nochmal ein andermal drüber. Dein Portfolio hat mehrere Anlaufstellen, sage ich jetzt mal. Also, denk jetzt bitte nicht immer, oder denk bitte nicht, ein Portfolio muss etwas Gedrucktes sein. Nein, ein Portfolio kann ein PDF sein. Ein Portfolio kann in dem Aspekt aber auch dein Instagram-Kanal sein. Ein Portfolio kann dein YouTube-Kanal sein, deine Facebook-Seite. Gerade wenn du nach außen gehst und jemand sucht nach dir. Weil du, angenommen, du bewirbst dich in einer Agentur als Fotograf oder als Bildbearbeiter und die lesen deinen Namen, was machen die denn? Klar, die googeln. Aber nicht nur googeln, sondern die gucken auch direkt bei Instagram, die gucken bei LinkedIn, die gucken bei Xing, die gucken bei Facebook. Wo treibst du dich überall rum und wie wirkst du eigentlich nach außen und was zeigst du da? Auch das ist Teil deines Portfolios. Das bitte nicht vernachlässigen. Das ist wie bei einer Jobsuche. Heutzutage werden wir querbeet gegoogelt. Wahrscheinlich übernimmt das dann bald irgendeine KI, wo dann alle Informationen aus dem Netz zusammengetragen werden, wo du eigentlich öffentlich erwähnt wirst und was mit dir eigentlich so passiert. So, aber das gehört auch alles heutzutage mit zu einem Portfolio. Ne? Aber das anderes Thema, andere Folge. Können wir vielleicht auch nochmal aufmachen. Also du siehst, wie komplex das ganze Thema Portfolio wird. So, aber gehen wir doch nochmal zu diesem ursprünglichen Thema zurück. Also wir haben jetzt eine Seite und auf der ersten Seite haben wir zwei Porträts zum Beispiel gezeigt. So, zwei richtig ausdrucksstarke Porträts, die wirklich ansehnlich sind. So, dann blätter ich um und dann kriege ich eine Geschichte zu dem ersten Porträt. Also, wie ist das Ganze entstanden in der Bildbearbeitung mit einem kleinen Text dazu? Dann blätter ich um, dann bekomme ich das zweite Bild auch noch mit einer kleinen Geschichte. So, das heißt, jetzt habe ich zwei Bilder mal transparent dargestellt. Und jetzt blätter ich um und jetzt sehe ich eine weitere Ansammlung von meinem Portfolio, von Porträts. Achtung, hier geht es dann nicht darum, jetzt wieder tiefer reinzugehen von jedem Bild, sondern jetzt kann man einfach ein paar richtig gute Porträts hernehmen und die dort abbilden, dass ich einfach ein Gespür dafür kriege. So, und dann kannst du ja weiterblättern und dann kommt zwischendurch vielleicht einfach mal auch eine Seite über dich.
Also fundamental, die muss ja nicht nur ganz, die muss ja nicht unbedingt ganz vorne sein oder ganz hinten, sondern wer du bist, ist in den meisten Fällen ja erstmal zweitrangig. Deine Arbeit zählt. Ich würde es aber vielleicht auch nicht ganz nach hinten packen, sondern trau dich auch einfach mal, das in die Mitte zu packen. In die Mitte, wo einfach dann mal eine kurze Seite über dich kommt. Wer bist du, was machst du, etc. pp. Dann blätter ich weiter und dann geht es mit deinem Portfolio weiter. Das heißt aber, gebe Einblick in deine Arbeit. Nicht nur in das fertige Resultat, sondern je nach Zielgruppe, die du erreichen möchtest, auch in deine Arbeit. Wenn meine Zielgruppe Fotografen und Agenturen sind, dann zeige ich auch den Weg zum fertigen Bild hin. Achtung, wenn meine Zielgruppe nicht Fotografen oder Agenturen sind, sondern vielleicht der Endverbraucher oder ein Kunde, der eigentlich nur dich für die Dienstleistung buchen soll, dann zeigst du das fertige Resultat. Was soll denn ein Kunde, ein Brautpaar oder eine Firma, die gerne etwas bearbeitet haben wollen, was sollen die mit einer Dutch & Burn Maske anfangen? Die sehen das und sehen da irgendwelche Punkte und irgendwelche Flecken, vielleicht auf schwarz oder weiß gestellt, und wissen noch gar nicht, nichts damit anzufangen. Das hilft denen noch gar nicht weiter. Weil was soll das? Die verstehen das nicht. Das ist ein Kontext, der ist nur für uns Kreative da, wenn wir von kreativ zu kreativ sprechen. Weil nur wer Dutch & Burn kennt und wer schon mal mit Dutch & Burn gearbeitet hat, wird den Aufwand hinter so einer Maske kennen. Das heißt ganz klar, wer ist deine Zielgruppe? Elementar wichtig, weil durch so ein Bild kannst du dir auch deine ganzen Außenwirkungen kaputt machen, weil wenn du nicht zeigst, wie Bildbearbeitung funktioniert mit Dutch & Burn, dann wird sich dafür keiner interessieren. Dann sind das, ich sag's jetzt wirklich vorsichtig, aber auch provokativ, dann sind das Flecken auf einem schwarzen Hintergrund. Aber es zahlt auf nichts ein. Ein Kunde, der das nicht kennt, der wird da auch keine Expertise hintersehen. Also würde ich ganz klar Abstand von halten, wenn es nicht zu deiner Zielgruppe passt. Frage dich wirklich, wer ist deine Zielgruppe? Und auf Basis deiner Zielgruppe würde ich das abbilden oder nicht. Okay? Ganz elementar wichtig. Genau. Also frage dich an dieser Stelle, wenn dein Kunde deine Arbeit toll findet, was soll er mit so einer Dutch & Burn Maske anfangen? Nichts. Kann er nichts mit anfangen. Das ist verschenkte Zeit. Ganz wichtig. Ja. Genau. Also immer im Hinterkopf behalten, zahlt dein Portfolio in deine Zielgruppe mit ein. So, und dann kannst du sowas abbilden oder nicht. So. Wie würde ich, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter, denn wie schaut es denn eigentlich mit Bildstrecken aus? Es gibt ja einige Bereiche in der Fotografie und auch in der Bildbearbeitung, wo es elementar wichtig ist, dass wir auch Strecken zeigen. Ja, ist es. Und das würde ich auch versuchen, in jeder Art Portfolio mit darzustellen. Denn ein Kunde hat ja oftmals nicht nur ich rede jetzt nicht von einem E-Commerce-Bild, ne? Also wo wir jetzt ein Produkt oder irgendwas in die Hohlkehle stellen und das abfotografieren, sondern lass uns doch mal etwas Hochwertigeres nehmen, was wir fotografieren, wo der Kunde vielleicht eine Werbemaßnahme drauf schalten möchte. Was haben wir denn dann? Dann haben wir den Aspekt, dass wir gegebenenfalls von einem Produkt mehrere Bilder machen müssen. Aus verschiedenen Perspektiven, unterschiedliche Szenerien. Jetzt ist aber die große Herausforderung, dass die Produkte immer in einem Kontext gesehen werden müssen. Mal sehe ich es draußen an der Litfaßsäule, mal sehe ich es auf einem digitalen CEP, mal sehe ich es im Internet irgendwo in einer Werbeanzeige versteckt, manchmal sehe ich es im Magazin oder in der Zeitung gedruckt, und alles muss in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen, damit ich die Querverbindung kriege und immer wieder daran erinnert werde. Das heißt, eine Bildstrecke abzubilden ist nicht verkehrt. Das im Gegenteil. Ich glaube, dass das ab einem gewissen Punkt auch positiv darauf einzahlt, dass du verstehst, wie du mehrere Bilder aus einem Guss wirken lassen kannst. Das ist fundamental. Das ist fundamental. Wenn du jetzt natürlich reiner Beauty-Fotograf bist, dann sehe ich da eher wenig Sinn drin, weil so ein Beauty steht meist für sich alleine. Ne? Wenn ich jetzt auf People-Fotografie gehe und es ist Fashion, Beauty und Porträt insgesamt mit drin, dann habe ich hier eine Serie.
Und zwar aus drei verschiedenen Perspektiven. Also es macht durchaus Sinn, so etwas auch im Portfolio mit abzubilden. Achtung, passt es zu deiner Zielgruppe? Das ist ganz, ganz wichtig. Stell dir immer die Frage, passt das zu meiner Zielgruppe? Ist das relevant, dass sie so etwas sieht, weil dieser ganze Prozess für die Zielgruppe relevant sein kann? Okay? Die Frage solltest du dir immer stellen und dann wirst du auch für dich herausfinden, was du in deinem Portfolio nebenbei mit aufzeigst und was nicht. Was auch sehr spannend ist und was sehr, sehr oft vernachlässigt wird, ist, wie ist es mit dir zu arbeiten? Das heißt, wenn es für dich möglich ist, solltest du in einem gesunden Maß, wirklich, das sollte wirklich zweitrangig sein, aber nicht vernachlässigen bitte. Wie ist es mit dir zu arbeiten? Gibt es Behind-the-Scenes-Aufnahmen? Einen potenziellen Kunden zeigt so eine Behind-the-Scenes-Aufnahme viel mehr, als wir glauben. Das ist nicht einfach nur das eine Bild, was mich auf dem Boden zeigt, wie ich einen Hund fotografiere. Nein, sondern das zeigt, mit was für einer Ausrüstung arbeite ich, wie bin ich, zumindest in dem Teil, den ich sehe, wie bin ich ausgestattet? Ne? Also, wie sieht so ein Set aus? Sieht man mich vielleicht in Interaktion mit anderen Menschen? Das heißt, auch das gibt so ein Erstgefühl, wie ich mit Kunden umgehe. Wie ist es mit mir zu sprechen? Also, wenn du die Möglichkeit hast, Behind-the-Scenes-Aufnahmen mitzuzeigen, dann zeige sie auch. Ja? Versuche aber da wirklich hochwertige Bilder zu kriegen. Vielleicht macht es auch mal Sinn, dich professionell begleiten zu lassen von einem anderen Fotografen, der nur dafür da ist, oder die, Behind-the-Scenes-Aufnahmen zu machen. Und zwar schöne, ansehnliche, nicht mal kurz so einen Schnappschuss mit dem Handy. Okay? Also, nimm das alles mal mit und denk mal darüber nach, inwiefern du dein Portfolio hier vielleicht auch anderweitig gestalten kannst. So, es gibt noch ganz viele andere Aspekte und ne, ich habe ja schon gesagt, gerade so der ganze Social-Media-Bereich zahlt ja eigentlich auch dort mit ein. Den haben wir jetzt mal ausgeklammert. Es gibt noch ganz andere Themen, was ist eigentlich so mit, da wurde ich letztens auf Instagram darauf aufmerksam gemacht, dass das ja auch eine große Thematik ist. Wie ist es mit redaktionellen Beiträgen? Auch das ist natürlich eine fundamental wichtige Sache. Also gerade wenn ich Richtung Redaktionen arbeite, wo ja auch mein Handlungsspielraum in der Bearbeitung oder in der Fotografie sehr, sehr schmal ist, können wir auch nochmal drüber reden. So, nimm erstmal die Impulse mit und ich hoffe, dass dir das Ganze hilft, dass dir das, dass sich das ein bisschen weiterbringt. Und wenn es ganz gefallen hat, dann bewerte bitte diesen Podcast. Bewerte ihn bitte positiv, 5 Sterne, 5 Punkte, was auch immer die Plattformen jeweils anbieten. Es hilft mir einfach, das Ganze ein bisschen weiter nach vorne zu bringen und dass mehr Menschen das sehen. Da würdest du mir nämlich ganz fundamental mithelfen. Ja, also an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.